Moin moin Leute und herzlich willkommen zum nächsten Run von The Binding of Isaac Rebirth. Beim ersten Mal haben wir die Mom schon geschlachtet quasi. Und jetzt geht's mit dem nächsten Run weiter. Wir machen einen neuen Run und natürlich weiterhin mit Isaac. Beim letzten Mal haben wir ja diesen coolen Kollegen freigeschaltet, Lazarus. Aber wir werden erstmal in dem guten alten normalen Modus mit Isaac spielen. Where are you? Wo sind wir? Das ist die richtige Frage. Und wir haben links direkt von uns den Gewinnerraum. Und ich muss dazu sagen, in den ersten beiden Folgen, sprich im ersten Run, da gab es eine kleine Problematik, dass ich mit 30 FPS aufgenommen habe. Deswegen war das Spiel an manchen Stellen auf halber Geschwindigkeit. Deswegen war es auch ein bisschen einfacher, deswegen wird es diesmal wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Und hier ist der erste Gewinnerraum. Und wir kriegen Blood of the Mature Damage ab. Okay, das ist der gute alte Rosenkranz, wie wir ihn von Jesus kennen. Unten rechts haben wir eine Kiste, die wir aufmachen können, wenn wir einen Schlüssel haben. Da ist sogar noch was rausgefallen. Ist aber erstmal egal. Lalalala. Und ihr merkt schon, das ist einfach... Das ist smoother, das Spiel. Das war bei den ersten Folgen nicht so. Das muss ich sehr bedauern. Aber wie gesagt, ich nehme euch jetzt in jedem Run mit diesem Spiel mit. Deswegen, ihr seid jetzt auch die Ersten, die sehen würden, wenn ich es in The Womb schaffe. Dann werdet ihr die Ersten und Einzigen, die das dann auch sehen. Hier ist ein blaues Herz, das sammle ich erst am Ende ein, denn das könnte ich sonst verlieren in der Zeit. Und am Ende, wenn ich den Boss schon besiegt habe, ist es sicher, dass ich das mit in die nächste Stage nehme. Und ein blaues Herz beim Boss brauche ich, glaube ich, hoffentlich nicht. So. Und ich muss ja wirklich nochmal anmerken, wie unglaublich smooth dieses Spiel ist. Das ist ja... Boah. Ich lade dieses Spiel auch in 60 FPS hoch, also ich gehe mit der Zeit. Unglaublich aber wahr. Und, das heißt, ihr könnt das dann in 1080p sogar, unglaublich, was dieser Break alles für euch tut, das ist atemberaubend, könnt ihr in 1080p sogar mit ansehen, was hier Schönes alles passiert. Ob wir da unten jetzt zur Kiste gehen, ist die Frage. Ich weiß nicht, ob wir, wir kriegen nicht zwei Bombenreihen aufgeschossen mit einer Bombe und ich möchte nicht zwei dafür verschwenden. Deswegen gehen wir erstmal weiter. Da werden wir keinen Schlüssel verschwenden und wir werden straight zu dem Boss gehen und mal schauen. Der Larry Junior erwartet uns. Ja, das ist doch ein Traum. Oh Gott, gleich drei von euch. Hi, Mann. Damals wart ihr doch nur zwei. Jetzt habt ihr wahrscheinlich einen bösen Zwillingsbruder, so wie es aussieht. Oh. Ich will nichts sagen, aber das ist mit dreien doch ganz schön dynamisch. Besonders, weil ich alle drei irgendwie gerade gleichzeitig fertig mache und nicht auf einen gehe, sondern irgendwie auf alle drei gleichzeitig, wie gesagt. So. Jetzt will ich eigentlich auf den kleinen... Ja, jetzt sind beide gleich groß. Jetzt muss ich mal auf den kleineren gehen. Traumhaft. Wunderbar. Gut, das macht Health ab. Das kenne ich sogar noch. Lunch. Cool. So. Und bevor ich mich jetzt komplett blamiere, darf ich nicht das blaue Herz vergessen. Das wäre jetzt nämlich dramatisch. Sonst würden die YouTube-Kommentare wahrscheinlich auseinanderspringen. Und wir gehen erstmal weiter. Behalten den Schlüssel weiterhin, damit wir... Obwohl, eine Bombe können wir hier verschwenden. Was heißt verschwenden? Das ist ja irgendwo ganz gut. Hallo. Oh, wir haben einen Schlüssel. Trotzdem werde ich jetzt die beiden Schlüssel verwenden für die Gewinnerräume, die ja noch kommen werden. Und... Okay. Gut. Mom, oh Mann. Mom, oh Mann. Traurig. Jetzt seht ihr auch, oben haben wir wieder diese ganzen Basement und Womb und Depths. Und jetzt haben wir alle Räume, die man sich nur ausmalen kann. Da war ich ja beim letzten Mal ein wenig verwirrt, dass das zu wenig Räume wären. Aber das war ja, weil wir die Mom noch nie besiegt hatten und auch noch nicht in den Womb konnten. Denn den Womb schaltet man erst frei. Hat der erstmal gepupst. Schalten wir erst frei, wenn wir einmal das Bein und das Auge und den Arm von der Mom besiegen. Denn dann geht's ja weiter zum Herzen. Und ein guter Kollege von mir, der Daniel, der streamt das momentan noch ab und zu. Und der hat gesagt, dass das Herz definitiv sehr viel schwerer wurde durch Rebirth. Blaue Herz lassen wir wieder hier liegen. Ihr kennt meine Taktik ja jetzt schon. Oh, den kenne ich auch. Gish. Der Süße. Der Diagonalspucker. Und er meinte, das Herz ist schwieriger geworden. Und ich fand das ehrlich gesagt in Vanilla Isaac schon ganz schön schwer. Den guten Dude kenne ich auch noch. Das ist unser Freund. War das Halo of Flies oder war das Friends till You Die oder irgendwie sowas? Forever Alone. Auch gut. Attack Fly. Die fliegt jetzt um uns rum und wenn da irgendwer in die Range kommt, macht der, glaube ich, Schaden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich meine, so war das. Wie gesagt, ich muss immer ein wenig Halbwissen erzählen, aber wenn ich es dann erstmal erzählt habe und dann auch herausgefunden habe, ob es so ist, dann
kann ich euch dementsprechend auch besseres Wissen weitergeben. Denn ihr lernt ja quasi bei jedem Run mit mir mit. Ihr schaut euch das ja an und wollt auch ein bisschen mehr über dieses Spiel erfahren. Und das Wissen möchte ich euch natürlich gerne geben. Und ihr habt gerade gesehen, dass meine Fliege, die da gerade am Rand von einer anderen Fliege war, dass die zerstört hat. Also stimmte meine Theorie wohl. Hier gibt es gar nichts, außer Wege für Bomben. Ich glaube, wenn wir jetzt hier eine Bombe legen, könnten wir Glück haben, dass das aussieht. Ja, nicht ganz. Schade. Aber dafür lassen wir mal eine Bombe liegen. Dafür, dass wir zwei Pillen kriegen. Und zwar immer Telepills. Oh. Und dann auch noch so ein dunkler Raum mit so bösen Spinnen. Spinni-mini-mini-mini-mini-mini-mini. So. Was ist das denn Schönes? Damage and Tears Up. Okay. Wir haben Pakt geschlossen. Ist anscheinend gar nicht mal so ein schlechter Pakt. Gut. Den Schlüssel werden wir dafür jetzt nicht aufwenden, denn wir haben nur einen. Und wie gesagt, die bewahre ich mir. Immer wenn man nur einen Schlüssel hat, meiner Meinung nach, sollte man den behalten. Wir werden die Pille erstmal mitnehmen. Vielleicht ist die irgendwas, um den Gegner zu schwächen. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Pheromone! Der liebt uns jetzt anscheinend für kurze Zeit. Er hat uns für kurze Zeit geliebt, aber trotzdem hat er uns irgendwie auch gehasst. Denn er ist trotzdem noch weiterhin auf uns gegangen. Traurig. So. Monstro-Version Nummer 1, also die Grundversion, die macht keine Laser, da braucht ihr keine Angst zu haben. Und Halleluja, was ist das denn? Tears and Shot Speed Up. Okay, gucken wir mal einmal hier, was können wir denn hier machen? Für 2 Herzen könnten wir jetzt den Pakt abschließen, aber wir haben nur 4, also sorry Satan, das machen wir nicht. Aber wir werden uns von oben das Herz noch abholen, dann haben wir schon ganz, ganz schön viele Herzen. Übrigens gibt es hier jetzt ein Maximum von 12 Herzen. Denn die 2 Reihen, das ist das Maximum. Mehr Herzen kann man nicht bekommen. Und guck mal, wir sind schon ein ganz schön trauriger Dude, oder? Mein Leben ist so scheiße, Manu. Mann, schade. So. Übrigens, ihr habt auch schon beim ersten Run gesehen, dass wenn ein Run über 30 Minuten geht, was sehr wahrscheinlich ist bei fast jedem Run, wird er aufgespaltet in 2 Parts. Das heißt, es gibt dann Part 1, Part 2 von diesem einen Run und die Parts kommen halt dementsprechend immer um 16.30 Uhr am Folgetag. Das ist im Outro auch verlinkt. Dort könnt ihr dann, wenn es rauskommt, auf die Anmerkung klicken und in der Beschreibung im ersten Link ist es auch. So, oh Gott. Okay, und die Viecher sind auf 60 FPS echt ganz schön harte Typen. So, und ihr merkt schon, dass das jetzt auf jeden Fall flüssiger läuft als beim letzten Mal. Beim letzten Mal hatten wir wirklich 30 FPS und das hat man dementsprechend auch gespürt. Boah, wenn das jetzt Viecher wären, die auf einen zugerannt kommen würden, ne? Das wäre hart. Das wäre echt hart. Was seid ihr denn für Viecher? Ich kenne euch noch nicht. Ich weiß nicht, was ihr für Viecher seid, aber ich hatte Angst vor euch. Fette Spinni. Übrigens, unsere Damage- und Tierrate ist schon mal ganz schön rasch. Das finde ich ziemlich fett. What's happening? Oh, da ist ein blaues Herz. Ah, wenn wir fliegen könnten, wäre das natürlich traumhaft. Leider können wir das nicht. Guck mal, hier ist auch mal wieder so ein fliegendes Arschloch. Noch ein fliegendes Arschloch. Ein fliegendes Arschloch kommt selten allein. Wie im Real Life. Ein Arschloch kommt selten allein. Hier ist der Bossraum auch schon. Den werden wir aber mal gekonnt umgehen, möchte ich mal sagen. Und, so, weiter geht's in diesem Raum. Oh, hier sind diese Doppelspucker. Die echt ganz schön viel aushalten, to be honest. So. Immer schön aufpassen. Das wollte ich eigentlich noch nicht einsammeln. Ihr kennt meine Theorie ja. Ist vielleicht auch eine ganz schön doofe Theorie, weil man die blauen Herzen dann doch beim Boss gebrauchen kann. Ich will ja nicht sagen, aber das haben wir gerade wirklich gekonnt gemacht. Das war gut, meiner Meinung nach. Das fand ich echt nicht schlecht. So, kämpfen werden wir nicht, auch wenn wir viele Herzen haben. Trotzdem möchte ich nicht kämpfen. Ich möchte mich echt noch, in den ersten Runs möchte ich noch safe weit kommen. Und dementsprechend mein jetziges Ziel ist, dass wir den Wurm knallen. Blub, blub, flat Wurm. Oh, guck dir das mal an. Okay, das ist eine fette Tier. Guckt euch mal bitte mein Schussspeed an. Das ist ja abnormal. Wow. Und wir kriegen einen Schlüssel und können einen rausgeben. Das ist doch wunderbar. Was haben wir hier denn? Poison Damage. Ja, unglaublich. Also bis jetzt haben wir wirklich unglaublich schöne Items in diesem Run. Das ist echt... Also bis jetzt läuft der Run mehr als schön. Übrigens, Leute, die mich auf Twitter und Facebook und sonst wo verfolgen,
Die werden wissen, dass ich ein Dude bin, der gerne mal nachts aufnimmt, denn da läuft irgendwie alles besser. Und jetzt gerade haben wir auch 3.30 Uhr und morgens natürlich, versteht sich. Und ich würde sagen, das läuft gerade. Es läuft. Es läuft ganz gut. So, den Schlüssel, da würde ich mir gerne holen, aber da kommen wir leider nicht hin, wenn wir nicht fliegen können. Und leider können wir nicht fliegen. Wen haben wir denn jetzt vor uns? Mega Man, den kennen wir auch schon. Bad Gas, okay. Oh Gott. Okay, bei dem Dude auch auf jeden Fall. Oh, auf jeden Fall aufpassen. Der Poison Damage ist ganz geil, ehrlich gesagt. Und den haben wir auch erledigt. Speed and Damage Up, Growth Hormones. Guckt euch mal. Boah, was ist aus uns denn geworden? Das sieht ja mal richtig brutal aus. Guckt mal, oben links, seht ihr das Feuer? Das ist das rote Feuer. Diese Feuer, die spucken euch an. Passt auf. Böse, böse. So, weiter geht's in Dev 2. Wir kommen ganz schön schnell voran. Oh, was ich sehr schön finde. Aber ich muss ehrlich zugeben, wenn wir auf Langzeit sehen, habe ich schon ziemlich Angst vor dem Herzen und sowieso mal wieder vor der Mom. Ich finde die Mom nämlich echt hart. Also die normale Mom allein schon, finde ich schon ziemlich hart. Obwohl wir diesmal wirklich echt krasse Items haben. Beim ersten Run waren wir ein bisschen... Es war ein bisschen enttäuschend, was die Items anging. Wir hatten schon ein paar Sachen, aber... Ich habe die auch nicht oft eingesetzt. Muss man dazu sagen. Oh Gott, wir haben Kackehaufen hier. Euch habe ich am Anfang gar nicht gesehen. Ihr wart so versteckt in der Ecke. Ihr wurdet so ins Eck gekotet. Ich habe nämlich das Leertasten-Item, also dieses Ding, was mehr Schaden macht. Das habe ich wirklich sehr selten eingesetzt. Nur einmal am Ende, weil es mir dann aufgefallen ist. Guckt euch mal die Giftteile an. Die sehen ja mal richtig schön aus. Die haben auch eine neue Animation gekriegt. So wie alles hier in dem Spiel quasi. Das habe ich sehr selten eingesetzt, eben nur einmal. Und ich glaube, das hätte den Run noch ein bisschen schneller gemacht und hätte ihn noch ein bisschen krasser gemacht, ehrlich gesagt. Ein Herz. It calls out to its brothers. Ich will aber ehrlich gesagt meine Schüsse behalten. Oh Gott, krasser Raum. Obwohl, geht eigentlich. Ich war gerade nur verwirrt, weil hier so viele waren, aber die meisten davon, die spucken ja noch nicht mal. Da ist das ja nur noch das Unterstück und das ist gar nicht mal so schlimm. Die machen nur roten Vierlefanz auf dem Boden, auf den man aufpassen sollte. So. Mir wurde übrigens gesagt, dass wir diese Mushrooms öfter kaputt machen sollten, weil da kann was versteckt sein. Zumindest Daniel meinte, da ist ganz oft was versteckt. Oh. Touch fuzzy, get dizzy. Wenn man uns berührt, dann wird der Gegner wahrscheinlich irgendwie ein bisschen gelähmt oder sowas. Belassen wir erstmal dabei. Das sind übrigens die Feuer, die auf euch spucken. Deswegen habe ich hier jetzt auch ziemlich Angst. Oh, du Sack. Oh, und zweimal in die Dings gelaufen. Das war uncool. Und ich weiß immer noch nicht, wie wir die Teile hier verschieben können. Denn ich glaube, mit einer Bombe ist das nicht zu lösen. Nee. Schade. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie das funktioniert. Oh, guck mal. Wir haben eine Höhle mit Zubats gefunden. In Pokémon damals gehasst. Jetzt sind sie hier. Kann man hier auch auf Pokémon-Jagd gehen. Wir haben eine Pille, von der wir auch noch nicht wissen, was sie tut. Wir könnten sehr darauf hoffen, dass das nochmal Balls of Steel ist. Dann haben wir nämlich eine Menge, Menge Herzen. Aber... Oh Gott. Boah. Manchmal schaltet man auch einfach Gegner aus und man weiß gar nicht, dass man das gerade getan hat. Kennt ihr sowas? Passiert oft. Oh. Da habe ich mich gerade kurz in Sicherheit gewogen, weil ich dachte, das wäre hier ein Stein, aber das ist nur eine kleine Pfütze gewesen. Böses, böses Ding, du. Gewinnerraum. Boom, wir haben mal wieder die Remote Bomb Detonation. Yeah, und bei neuen Bomben ist das doch ganz schön geil. So, das wäre es aber auch erstmal für Deaths 2. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal straight to the top zum Boss und werden mal schauen, wer der dritte Boss ist, den wir bestreiten. Der vierte schon, ne? Gurney! Mein guter alter Freund, immer gehasst. Wie Sau, das war total doof, dass ich mich da selber verletzt habe. Das war wirklich total doof, dass wir uns da gerade selber verletzt haben. Deswegen habe ich gerade auch Angst. Wir brauchen auch gar nicht weitere Bomben benutzen. Wir kriegen den so tot. Zip! Das war's mit dir, mein Junge. Wir haben schon ziemlich viele blaue Herzen verloren. Das ist traurig. Was haben wir hier? Speed and Range Up. Nochmal Speed Up. Little Baggy.
Das kriegen wir wahrscheinlich, wenn man so viele Drogensachen nimmt, weil wir sehen schon echt aus wie ein Drogenopfer, sorry. Oh, was ist das denn? Der heilige Kelch? Flight and Tapea. Mutter Gottes, wir sind ein fliegender Engel. Moment, können wir uns dann jetzt das schwarze Herz da abholen? Ja, wir können über die Steine rüberfliegen. Ja, 1A. Heißt das eigentlich, wir kriegen auch keinen Schaden, wenn wir über Dings fliegen? Über Stacheln? Ich habe gerade Angst, das auszutesten. Und ich will jetzt wissen, was das schwarze Herz bringt. Das weiße halbe Herz, wisst ihr ja, das macht, wenn man in die nächste Stage kommt, gibt euch das einen ganzen Herzcontainer. Und das schwarze Herz, wenn man das benutzt, dann... Frame-Einbrüche. So. Wenn man das schwarze Herz benutzt, dann passiert Folgendes. Wir werden es gleich herausfinden, ob jetzt irgendwas passiert. Auf jeden Fall gehen wir jetzt tiefer in die Minen. Wir kommen jetzt schon zur Mom. Und das nach 15 Minuten, Mutter Gottes. Was passiert jetzt? Schwarzes Herz? Nichts passiert. Keine Ahnung, was das schwarze Herz bringt. Zumindest weiß ich es noch nicht bis jetzt. Wir werden es ja eventuell noch herausfinden. So, die Musik hier ist auf jeden Fall schon sehr bedrohlich. Oh. Böses Ding, du. Was die Tentakel da genau bringen, weiß ich auch nicht. Haben mir auf jeden Fall Angst gemacht, das haben sie geschafft. Das sind die coolen Dudes, die auch gerne mal ihren Kopf rausstrecken. Genau so meinte ich das. Und wenn man den Boden oder den Fuß von denen kaputt macht, dann können die auch gerne mal abheben. So wie die Hälfte von denen das gerade getan hat. Deswegen kann man es besser so machen, dass man den Kopf erst abhackt. Dann sind das nämlich solche Typen. Die sind gar nicht mal so schlimm. So, also wie gesagt, der Run läuft bis jetzt echt wie geschnitten. Sehr, sehr gut. So, was haben wir sonst noch so? Die Gehirne! Guck mal, da bin ich! Ich bin auch im Spiel vertreten. Brain, du bist ja so ein lustiger Dude. Voll der Stand-Up-Comedian. Genau, ich habe noch gar nicht geguckt, was die eine Pille bringt, die wir haben. Tears down! Böse. Hätte besser laufen können. Achtung, die spucken ein bisschen blöde Sachen aus. Und bevor wir jetzt den großen kaputt machen, werden wir erstmal den kleineren dezimieren. Denn das habe ich beim letzten Mal... Ach, schade. Habe ich beim letzten Mal ein bisschen blöd gemacht. Habe ich ja auch beim letzten Mal schon angemerkt. Dass man besser immer die Kleinen erst kaputt machen kann, bevor man sich noch mehr Probleme schafft in dieser Welt. Oh Gott, moin. Und ihr hebt natürlich alle ab, wie ich mein Glück kenne, ne? Ihr hebt natürlich alle ab. Ja, Sigi! Ich bin ein Traum in diesem Spiel. Komm, stirb an meinem Poison. So, oder an meiner Attackfly. Meine süße kleine Attackfly. Ihr Fliegen können wir nichts gegen machen. Meine Attackfly ist die coolste. Ihr Opfer. So. Oh, nochmal ein Raum mit den Kollegen. Jetzt gehen wir auf den. Oh, dezimieren den auch sofort. Den sowieso. Wunderbar. Das Herz kann uns... Oder ist das Schwarze, dass das nochmal... Nee, das Schwarze ist einfach ein schwarzes Herz. Was genau es bringt, weiß ich nicht. Ihr habt es mir wahrscheinlich schon beim ersten Part in die Kommentare geschrieben, aber da konnte ich noch nicht reingucken, denn ich nehme diesen Part auf, bevor der erste Part überhaupt hochgeladen ist. Schlimm, dieser Brain, oder? Er nimmt schon alles hier im Voraus auf. Ekelhaft. Minenhelm! Was bringt der denn? See-through doors! Okay, können wir dann vielleicht wissen, was hinter so versperrten Türen ist? Och Gott, nicht die Nerven. Wir wollen einen nur tot sehen. Verliert euer Gebiss, ihr ekelhaften Dinger. Ja, seht ihr oben? Da war nämlich eine Schlüsseltür und wir können jetzt sehen, dass dahinter ein Geldraum ist. Oh Gott. Hier ist das jetzt ziemlich gut, dass wir fliegen können, weil wir können uns in so einem Abgrund verstecken. Oh, ich finde die kleinen Kackhaufen mir so niedlich. Ich könnte es tausendmal sagen, wie süß ich die finde. Hier können wir uns auch eigentlich gut über so ein Teil verstecken, aber da brauchen wir gar nicht. So. Ich gehe nochmal einmal kurz zurück. Ich würde mich nochmal einmal hier ein wenig umschauen. Denn wir haben noch nicht alles erkundet. Da unten ist noch ein Raum, den wir noch nicht durchforstet haben. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich da alle meine Herzen verliere. Oh. Nicht alle, aber ich hatte Angst, dass ich da auf jeden Fall ein paar verliere. Mamma mia. It feels lucky. Certified Poop. Trotzdem werden wir mal das weiter mitnehmen, denn ich mag die Schüssel.
So, also it feels lucky. Ich denke mal, dass das unser Glück nach oben schraubt. Solche Items gibt es ja dementsprechend auch. Wir haben immer noch eine Pille. Die werden wir gleich bei der Mama einsetzen. Ach, wir sind noch gar nicht bei der Mom. Tada! Rain ist doof. Das ist immer traumhaft. Wenn ihr das macht, könnt ihr euch übrigens sehr, sehr glücklich schätzen. Weil wenn er immer nur Laser spuckt, habt ihr den quasi dauerhaft am Boden. Und er kann nicht sowas machen. Das ist noch nicht so schlimm. Aber wenn er jetzt seine Fliegen spawnt, die sind echt nicht so geil. Seht ihr? Die ziehen euch nämlich gerne auch mal ein Herz ab, obwohl das echt nicht sein muss. So, jetzt ist ein bisschen was von dem schwarzen Herz weg. Was haben wir hier? Tears and Shot Speed Up. Sag mal, wie schnell sollen wir denn noch schießen? Das ist ja abnormal. Und wir haben Splash, Holy Water. Gab's auch schon in Vanilla Isaac. Ich meine, wenn wir getroffen werden, fällt heiliges Wasser, also Weihwasser, auf den Boden. Und die Gegner, die da reinlaufen, kriegen sofort Schaden. Wenn ich das richtig im Kopf habe. So, jetzt sind wir aber bei der Mom. Danach kommt Womp 1, Womp 2 und dann kommt das Herz. Und mal sehen, wie weit wir es bringen. Jetzt sind wir nämlich erst in den Depths 2. Ich war gerade irgendwie in meinen Gedanken schon ein zu weit. Ach, guck mal, das ist das Fiese an euch. Ihr könnt schnell werden. Können wir jetzt hier rüberfliegen? Wir testen es aus. Ja, können wir. Gut. Würde ja auch Sinn machen, wenn... Unsinn machen, wenn nicht. Na, Bad Trip. Tears Down, die werden wir ja auf gar keinen Fall einsetzen. Und einen, den wir nicht kennen. I found Pills. Ja, und so sehen wir auch aus dementsprechend. Die pupsen mal wieder eine Round. So. Okay. Also, die Pille brauchen wir gar nicht mitnehmen. Das ist eine Schwachsinnspille. Was ist das für ein... Warum ist da so ein Magnetfeld? Wenn wir jetzt nicht fliegen könnten, würden wir dann in die... Da wurde gerade auf jeden Fall... Irgendwie werden wir da hingezogen, wenn wir uns nicht bewegen. Interessant. Interessanter Raum. Die blauen Flammen kann man kaputt machen mit Bomben. Das weiß ich auch, dank einem Streamer, wo ich mal einmal kurz reingeschaut habe. Und dank dem lieben Stony, der mir das auch geschrieben hat. Dass das so ist. Oder was heißt geschrieben? Eher gesagt. Wir sind ja immer am Skypen. So. Unglaublich, diese Technologie. Zwei Leute sitzen an ganz verschiedenen Orten, aber die können miteinander reden. Unfassbar. May you never miss your goal. Oh, das weiß ich, was das ist. Das ist, Homing Missiles. Explosive Thoughts. Okay, manchmal schießen wir das hinterher und dann kann das wahrscheinlich explodieren. Ich weiß nicht unbedingt, ob das so geil ist, weil das... Nicht, dass das uns am Ende noch schadet oder so. Weil oft bei solchen Giftdingern kann man sich da selber echt gut mit... Trickle Charge. Ich weiß nicht ganz genau, was das heißt. Boah, bist du schnell. Ganz ruhig, Kollegen. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. So. Die auch hinter uns gebracht. Wir haben noch einen Schlüssel, deswegen werden wir den auch dementsprechend nicht verschwenden. Hätte besser laufen können. Oh. Aufpassen auf die Dudes. Die haben kleine Babys in ihrem Magen. Und die Babys wollen die loswerden. Fast wie 14-jährige Schwanklass. Das hat er nicht gesagt, das hat er nicht gesagt. Aua! Mann, schon wieder ein Herz verloren. Ja, das mit den blauen Herzen, das war's dann auch. Bevor wir überhaupt bei der Mom waren. Schade. Das Bad Gas können wir vielleicht mal einsetzen, wenn wir neben der Mom sind in einem Raum. Sonst wüsste ich nicht ganz genau, wo wir das gut einsetzen können. Wo man dann halt wirklich direkt neben dem Gegner sein muss. Da muss man echt gut aufpassen. Wann und wo man das einsetzt. Dass man nämlich nicht zu nah von den Gegnern geht, um dann irgendwie noch eins auf der Mütze zu kriegen. Das wäre unschön. Ach stimmt, euch gibt's jetzt ja auch schon. Ihr ekelhaften Dingerchen. Warum ist dahinter ein Fragezeichen? Da ist ein Geheimnisraum. Tada! Was ist das denn? It's broken. Broken Remote. Was bringt wohl eine Broken Remote? Man weiß es nicht. Das macht auf jeden Fall unsere Schüsse großflächiger. Deswegen werde ich das mal behalten. Und wir gehen zur Mom. Oh. Hallo Mom. So sieht man sich wieder.
Übrigens, wenn man die Bombe mit dem Remote Charge nicht nach einer Zeit einsetzt, geht die auch von alleine hoch. Just saying. Ihr seht unten, wie die schon am Rumticken ist. Wir haben wirklich gute Items. Wir machen echt gut Schaden. Ah, darauf gar nicht geachtet. Oh Mann, ich muss mehr auf das Bein achten. Und mehr darauf, dass ich mich nicht selbst töte. Halbes Herz, meine Damen und Herren. So sieht ein Run am Ende dann aus. Damage and Range up. Oh, ich mag ja nichts Böses sagen, aber wir haben echt nur noch zwei Herzen. Das trifft sich nicht gut. Wir gehen das erste Mal in den Womp. Und meine Damen und Herren, der Womp war schon in Vanilla Isaac. Eine harte Nummer. Eine sehr harte Nummer. Ich habe auch ein bisschen Angst, was das hier angeht. Und der Womp sieht echt brutal aus. Oh Gott. Stimmt, in Dings war das ja auch so, dass die dann sofort erstmal ein Herz abziehen und nicht nur... Oh. Guckt euch mal an, wie der Filter hier drauf aussieht auf dieser, dieser Dings. Und hier geht quasi alles hoch. Wir brauchen Herzen. Wir brauchen nicht viel, aber das, was wir brauchen, sind Herzen. Nein, verdammt. Oh, Dear Diary, today I died. I was killed by this thing in some warm place. Ja, aber wir im Warm sind das echt ekliges so gesehen. Goodbye, cruel world. Xoxo, Isaac. Traurig. Aber, meine Damen und Herren, wir haben zum zweiten Mal die Mom gekillt. Wir haben eine ganz schöne Menge Items gesehen. Und wir sind das erste Mal im Womp gewesen. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann hoffentlich weiter, auch im zweiten Womp. Und beim Herzen der Mutter. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Ich hoffe, euch hat dieser Run gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Kommentare sind auch sehr gerne gesehen. Morgen um 16.30 Uhr sehen wir uns beim nächsten Run. Ich bin Littlekonfus Brain. Oder einfach nur Yannick. Und bis dann, euer Brain. Tiddly mit Ü.